Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum 20. Let's Play auf meinem Kanal. Wir haben letzten Part die Zauberin besiegt und ihr richtig einen Arsch gegeben. Spyro ist schon ganz müde wegen ihr. Das ändern wir jetzt. Wir fangen jetzt wieder eine neue Folge an. Deswegen, das heißt, Spyro wird nicht mehr müde sein. Und ein paar Aufwärmübungen zum Anfang so. Und hier ist ein Strudel. Ich weiß gerade selber nicht, wo der entführt. Ich teste es kurz. Wow, geht der hoch. Da kann man einfach über die ganze Karte fliegen. Ja, was? Ui, oh geil. Dann kann man über die ganze Karte fliegen. Wir wollen aber zu dem dicken Bär da unten. Das ist mein Lieblingsmoment in dem Spiel. Pass auf. Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck nicht so überrascht. Ich habe ein Drachenei gefunden und werde es in Avalar für ein Vermögen verkaufen. Wieso siehst du mich so an? Ich muss jetzt los. Tschüss. Wir jagen ihn jetzt und er wird uns unsere ganzen Edelsteine wieder auch rausrücken. Schön noch ein paar meinen Arsch ballern. So, bam. Bam, nochmal. Oh, ich will meine Edelsteine wieder. Nochmal. Jo, wie viel hat? Nochmal. Alter, langsam reicht's doch. Wie schnell der ist, wie der rennt, wie so ein Mädchen. Cool. Was, wie viel hat er denn? Er hat aber jetzt nicht alle, oder? So. Mist. Double Mist. Mist. Ich hätte nie gedacht, dass Drachen so schnell sind. Es reicht, ich gebe auf. Ich setze mich in den spukenden Sümpfen zur Ruhe und dichte Haikus. Okay, mach das. Ich habe meine Kohle und mein Ei. Sehr schön. Wie er davon rennt, wie ein Mädchen, wie gesagt. Wir müssen jetzt noch welche Levels abschließen? Wir müssen da auf jeden Fall rein. In die Wüstenruinen. Das Level ist ganz okay, aber muss man nicht mögen. Der hat uns jetzt fast 5000 Schätze gegeben. Und jetzt ist alles wieder im Gleichgewicht. 12.300 Edelsteine. Nach der Welt hier haben wir, glaube ich, 13.000. Und dann fehlen noch 2000, bis wir zu der Super Bonusrunde kommen. Sorry, das ist Spoiler, aber ist doch, glaube ich, kein so großes Geheimnis. Hallo, du musst Spyro sein. Es reden viele Leute davon, wie du ihnen geholfen hast. Ja, könntest du mir helfen, bin halt netter Kerl. Tara zu finden? Sie wollte das Grab des Steingolems ausrauben. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich würde ja selbst im Grab nachsehen, aber da sind so viele Skorpione. Skorpione. Ach, kein Problem, mit dem werde ich auch noch fertig. Skorpione, was macht der? Der spielt Golf, hä? Lol. Die Musik ist wieder da, die ich so vermisst habe. Gibt so richtige Feelings für die Map hier. Wir sammeln noch ein Sparks. Oh Gott. Die Skorpione hier, die kleinen schießen mit irgendwas. Und die großen Dinger da, die ballern mit Feuer. Und hier gibt es nochmal zwei Edelsteine auf dieser schön aussehenden Hand. Und ihr habt doch gerade da oben gesehen, da ist eine verschlossene Kiste. Moment mal. Kann Sparks die schon aufbrechen? Nee, oder? Nö. Dazu müssten wir... Aua. Ich habe mich direkt mal verbrannt. Also sobald der aufhört mit dem Feuer, müsst ihr zu ihm gehen und den töten. Ich habe es leider nicht geschafft und er hat mir Feuer unterm Hintern gegeben.
So wie der hier. Ah! Die sehen aber auch komisch aus, ey. Richtige Fehlgeburten. Okay, das Level ist wirklich cool eigentlich. Cool gestaltet. Und ihr seht da oben, guck mal, da ist ein Ei. Wie kommen wir da bloß hin? Das zeige ich euch auch noch. Hätte es keinen Edelstein gegeben. Oh nein, diese Plattformen hier sinken ab. Wir dürfen nicht in diese Säure hier. Die ist sehr ätzend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier oben ist ein Sheila-Level. Da kommen wir jetzt noch nicht hin. Und wir müssen jetzt da lang. So. Ich kann es einfach nicht lassen, mich hier zu verbrennen. Egal. Bei dem Gegner müsst ihr mal hüpfen, bei dem großen Ding hier. So, dann da lang. Wenn man jetzt Geld sagt, besiegt, weil da vorne würde der normalerweise nochmal stehen. Aber jetzt ist er nicht mehr dort. So, machen wir den Feuer weg. Bam. Diesmal habe ich es geschafft, mich nicht zu verbrennen. So, wir sind jetzt hier oben. Wir werden jetzt, damit wir es uns nicht kompliziert machen, hierhin gehen. Dann da. Ich habe nur keinen Bock, dass da alles runterfällt. Ich hoffe, da fällt nichts runter. Okay, fällt nichts runter. Dann, ich sag dir einfach machen. Jetzt fliegen wir hier um die Ecke. Ganz geschmeidig. Wir kassieren einmal Schaden und landen hier drauf. So. Und dann zu dem Ei. Hier geht's zum Ei. So. Und da drüben ist das Sheila-Level. Das mache ich zuerst, bevor ich hier die ganzen Sachen einsammle. Komm ich... Ja, wir kommen da nachher noch drüber, kein Problem. Hi Spyro, lange nicht gesehen. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen wandern. Ab und zu sehnt man sich schließlich nach den einfachen Freuden vergangener Zeiten. Findest du nicht auch? Ja. Los geht's. Wir haben jetzt hier so eine 2D-Ansicht. Finde ich irgendwie komisch, aber das ist doch das. Dadurch ist es super einfach. Wir müssen nämlich nur nach rechts laufen. Natürlich auch noch vor den Gegnern hier ausweichen, die uns ans Leder wollen. So. Immer schön jumpen, bevor man die tritt. Eigentlich voll blöd, dass hier ein Sheila-Level ist, weil die Sheila bekommt man ja sowieso ganz am Anfang und das hier ist jetzt gefühlt hier am Ende. Toll. Hab ich ja gut gemacht wieder. Jedes Ding bewegt sich. Lester, der Typ aus GTA. Sobald der Typ tot ist, dann hört diese Plattform auf zu brennen. Also ihr könnt noch mit einer Attacke von oben besiegen mit so einer mit so einem Kopfstoß. Dann geht er auch down. So. So zum. Mit Sheila kann man das machen, aber mit Spyro kann man das machen. Mit Sheila kann man es so ähnlich machen. So. Wir sind gleich am Ende so. Jetzt sind wir am Ende. Guck, das war's schon. Spark zeigt da rein, also zack, fertig. Schon haben wir das Bugs Level abgeschlossen. Ich liebe die Musik auch von dieser Welt hier. Die ist cool. Oh geil, die Plattform sinkt. Ja gut, das ist einmal Schaden. Habt ihr jetzt nicht gesehen, okay? Hier ist noch ein Ei, so. So, hier sieht ja so aus, als ob hier eine Sackgasse wäre. Aber in Wirklichkeit kann man hier durch die Wand. Fällt ja ganz auf, oder? Es ist ja nur kein fetter Riss drin. Hier nochmal vor der Säure acht nehmen. So, wir nehmen den Schlüssel. Dann gehen wir schnell zurück. So, wir gehen jetzt zu der Box. Ach, können wir das nicht überspringen, diese Szene hier? Okay. So, alles perfekt. Haben wir das auch erledigt. Jetzt geht's weiter mit dem Level. Uns erwartet noch ein bisschen was vom Level. Also es bleibt nicht eintönig. Oh, wow.
So, da muss ich nochmal hier hoch, weil ich habe hier was vergessen, glaube ich, oder? Ne, habe ich nicht, okay. Da müssen wir jetzt da lang. Da wo normalerweise normalerweise Geldsack stehen würde jetzt hier. Weil hier normalerweise ein Tor ist. Das hier ist gefährlich. Wir müssen erst den besiegen und dann den. Na gut, das war jetzt nicht so schwer. So, den machen wir so Platz. Gucken wir, dass wir nichts vergessen. Das hier ist schon interessant. Hier sind Leitern. Und der fackelt immer beliebige ab. Wir müssen nach oben gucken. So, jetzt wechseln wir die Leiter. Jetzt töten wir ihn. Den machen wir auch noch platt. Und er trifft uns trotzdem. So. Da drüben sehen wir was Feines, aber das holen wir erst, sobald wir das Level hier geschafft haben. Weil sonst ist es ja blöd, da müssen wir zweimal laufen. Ich mag das hier nicht, hier die Stelle. Ich mag die echt nicht. Ich trainiere meinen neuen Zermantarochen, die neueste Technologie zu tragen. Superstarke Unterwasser-Raketenwerfer. Geil. Willst du mal drauf reiten und Hain einhalten? Ja, ich will drauf reiten. Achte auf die Hai-Reiter. Sie haben die neueste JX-5 Unterwasser-Zielsuchmunition. Oh. Mit dem Rochen können wir so schwimmen. Mit X boosten wir mit Kreis. Nee, mit X boosten wir mit. Ich unterbreche mich nicht. Also, mit R2 schießen wir, das ist sehr gut, weil auf dem Ableger hier geht das. R2. Und mit X boosten wir. Und wieder reingeflogen, sehr gut. Was habe ich für Munition? Das ist doch blöde, wie gut die treffen können. Das haben die aber eigentlich vereinfacht, finde ich. Vergesst nicht, diese Dinger hier abzuschießen. Das hier nicht. Aber diese festen Dinger. Da. Nee, das auch nicht. Ist trotzdem kaputt. Das da oben. Das dürft ihr nicht vergessen. So, weg damit. Wo schießt du hin? Haben wir noch so ein Fass vergessen? Ich hoffe nicht. Wir haben noch einen Rhinox vergessen. So. Nicht schlecht geschossen. Was? So. Ei gesaved. Und jetzt noch die Edelsteine. Das dauert nicht lang, glaube ich. Unter Wasser Schätze sammeln ist echt ekelhaft. So, hier oben sind zwei. Man ist eigentlich so aufgeschmissen ohne Sparks-Fähigkeit. Die hat man ja in diesem Teil hier schon immer. Ich krieg immer nur ein Level, weil die Levels so lang gehen hier in den Oberwelten. Da rein. Da hoch. Und wo jetzt zum Ausgang? Scheinbar. Ja. Bugs zeigt einen Ausgang. Das heißt, wir haben hier alles. So. Da hoch. So, gönnen wir uns das hier. Zack. Und dann beenden wir das Level ganz schnell mal. So. Mit der spreche ich gleich. Ich will noch das Ding hier besiegen. Oh, wir haben schon alle Edelsteine. Geil. So, sieh dich
nur an. Kommst hierher, um das Grab auszurauben, nachdem ich die ganze Arbeit erledigt habe. Ich habe den ganzen Tag lang Schalter gedrückt und Kisten rumgeschoben und du spazierst hier einfach rein und willst den Schatz. Na, dann nimm ihn doch. Es ist eh nur ein schäbiges Ei. Das ist ein schäbiges. Es ist rund. Wo rennt die eigentlich hin, wenn die es jetzt rauskam? Wo ist sie denn? Da muss ich aber auch durch, so. Wir haben das Level geschafft. Wir können noch was machen. Irgendwas Schnelles. Ja, ich weiß was. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn das mal nicht so lange laden würde, dann kriegen wir das auch hin, ja. Okay. Da waren wir noch nicht drin, glaube ich. Ja. Ihr seht doch schon, dass wir hier 111% haben. Ist normal. Das ist eine Gruft, da müssen wir noch rein. Aber das dauert zu lang, das Level. Ich muss ein kurzes spielen. Hier. Die Hafenstrecke. Weil sonst schaffe ich das nicht. Das hört sich so komisch an. Ja. Wir wissen ja schon, wie wir es machen müssen. Erst die Vögel hier. So, easy. Kein Thema. Nebenbei können wir den hier auch noch mitnehmen, den hier, den Hummer. Die Geräusche. So, hier durch die Tore. Auch kein Problem. Da muss ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen, oder? Lassen wir es einfach mal durchlaufen. Ich fliege alles nach der Reihe nach ab. Und wenn ich alles habe, dann gibt es die Belohnung. Normalerweise würden jetzt auf der Startbahn die Homer stehen. Die habe ich aber schon gekillt. Das hört sich eklig an. Die Fische sind lustig. Wie die aussehen. Oh nein, Wasser! Also wenn ihr ins Wasser fliegt, ist vorbei. Ich weiß nicht, wieso die das so gemacht haben, dass wenn man ins Wasser fliegt, dass alles vorbei ist. Das verstehe ich nicht. Aber wir haben es direkt. Beenden. So, Ei bekommen. Sorry, dass ich jetzt nicht zeige. Aber die Zeit erlaubt es nicht. Und jetzt noch ein nerviges Rennen. Gegen die blautäubigen, füßigen, keine Ahnung was. Auf jeden Fall Möwen, um es leichter zu sagen. Hier die Rakete mitnehmen, so. Ey, was? Ich bin nicht vom Kurs abgekommen. Chill mal. Ich hab den Ring halt nicht berührt. Ach, scheiße. Wie pingelig. Meine Güte. PS1 war das also nicht so pingelig. Oder ich habe einfach... Wieso hat es denn jetzt die Rakete nicht in den Mund genommen? Wir müssen alle Sterne mitnehmen, weil die Möwen sind echt krass. Aber wir können die abfackeln. Mann, ey, nee. Ich meine jetzt keine Faxen mehr. Wieder driftet das mal. So, ihr
jetzt habe ich die Rakete. Schön den Vogel abgeschossen. Aber hier den Boosterstern nehmen wir mit. Und den auch. So, den hier unten auch. Das ist kein Akt. Ich habe es gestern noch auf PlayStation 3 probiert. Ich habe halt keine PlayStation 1 mehr, aber es geht trotzdem. Ich habe da probiert, das Rennen zu machen, habe ich 5 Anläufe gebraucht, obwohl ich perfekt durchgekommen bin. Das war schon sehr komisch. Jetzt bin ich ja schon Zweiter, also kein Problem. Scheiße, einen Stern verpasst. So. Oh, fast vom Kurs abgekommen. So, ich kann jetzt nochmal fliegen. Nichts mehr riskieren. Dritte Runde. Rennen ist nicht interessant. Jetzt muss ich mir wieder einen Titel überlegen fürs Video hier. Ich weiß nicht, was ich für einen Titel nehmen soll. Ich bin ja nur hier rumgeflogen und hab. Ich hab schon Regen bekommen. Was habe ich denn gerade eben? Erst so Wüstenruinen, genau. Keine Ahnung. Ich will einfach in den Titel schreiben: Wüstenruinen und Hafenrennstrecke. Bim, bim. 22 Minuten 30. Ich kann jetzt noch die Jägermission machen. Ich zeige euch, wo wir die machen können. Zeitmodus auswählen, dann zu dem Leuchtturm. Den nervigen Typen mitnehmen. So. Hier landen wir kurz. So. Hier drin befindet sich dann unser best cooler, toller Freund. So. Dann fliegen wir mit Jäger rum. Jetzt müssen wir einfach nur durch diese komischen Ringe hier fliegen, die dieses UFO produziert. Das ist keine schwierige Aufgabe. Vielleicht auf PS1 war es aber schon schwer. Aber hier ist Jäger, hier versperrt Jäger auch nicht den halben Bildschirm. Ich frage mich sowieso noch, wieso man da durchfliegen muss. So, so soll denn eine Vergiftung bekommen. Danke, dass du so gut geflogen bist. Jetzt habe ich die Scheiße verpasst. Weil so eine hässliche Kurve geflogen ist. Kann noch ein bisschen dauern. So. Jäger fliegt einfach viel zu schnell. So. Sinnlose Aufgabe, ey. Ich weiß was. So. Das war knapp. Kurz vor der Bruchlandung des UFOs ist das Ei rausgefallen. Ja, sehr schön, Sarah. Und los geht's. Haben wir das ja auch geschafft, alles.
Nein. Ich möchte raus. Wir haben das Level geschafft. 100%. Verlassen. So. So, Leute, das war's schon von diesem Part. Beim nächsten Mal werden wir ein ganz, ganz, ganz furchtbares Level ansteuern. Obwohl, nee. Davor kommt noch ein gutes. Aber danach kommt ein richtig schlechtes. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen davon. Wo so leise kann ich mich auch mit dem Level anfreunden. Es handelt sich hier um kein geringeres Level als Dinominen. Die mag keiner. Alle anderen von euch, die Spyro kennen, das ist ein richtig scheiß Level, ihr wisst Bescheid. Das da rein, geradeaus, aber wir werden erst nach links abbiegen, weil ich keinen Bock darauf habe. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns sehr bald. Reingehauen. Ciao.